Willkommen, meine Lieben. Willkommen zurück zu Mount & Blade Bannerlord. Wir sind gerade nicht ganz so fit. Ich weiß gar nicht, wieso. Kann nur an dieser Stadt liegen, die wir bekommen haben. Wir haben nämlich jetzt den Rizinusöl als unseren Untertanen. Der gute alte Rizinusöl. Wir haben immer noch Krieg, ne? Wir haben immer noch Krieg hier mit dem südlichen Kaiserreich, glaube ich, ist es. Oder? Nee, warte, das ist das westliche, oder? Nee, das ist das westliche. Ach, stopp, das ist das nördliche. Gibt's das westliche? Ja, das westliche. Warte mal, das westliche. Hier ist das nördliche. Wir sind mit dem westlichen, oder? Ja, das westliche ist mit uns im Krieg. Genau, das westliche Kaiserreich. Das westliche Kaiserreich ist mit uns im Krieg. Und wir haben Lageta bekommen. Weil wir vorher dem Derti ganz heftig in den Hintern gekrochen sind. Ja, das war schön. Wir sind ihm so hart in den Hintern gekrochen, dass er uns diese Stadt gab. So, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen einstellen hier. Ich habe nämlich jetzt wieder die Improved Garrison Mod installiert. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier in Sachen Rekruten auf ein Level kommen. Damit das passt, ne? Damit wir nicht zu viele Leute haben. So, jetzt schauen wir mal. Also ich habe die Befürchtung, dass wir uns Lageta nicht behalten werden. Mal gucken. Die Festung ab Comer ist sehr teuer. Lageta ist auch sehr teuer aktuell. Warum ist denn Lageta so teuer? Mal kurz gucken. Also Garnisonen, die sind überhaupt nicht so mein Ding, muss ich euch sagen. Mal die jetzt mal hier reinschmeißen und die ganzen Berittenen rausnehmen. Also inklusive der verletzten Berittenen natürlich. Weil Berittene brauchen wir jetzt wirklich nicht als Stadtgarnison, denke ich. So, dann haben wir jetzt 70 Leute hier drin stehen. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert mit der Rekrutierung, beziehungsweise wie viele Leute letztendlich in der Garnison stehen. Moin Alphabrand, vielen Dank. Das weiß ich irgendwie immer noch nicht, wie man das einstellen kann, dass die hier nicht jetzt 100 Leute da drin stehen haben, sondern eben nur 50. Weil wir müssen die auch bezahlen. Das kostet Geld. Geld, das wir nicht haben. Wohlgemerkt. Also wir machen gerade ein bisschen Minus, aber wird schon. Warte mal. Jetzt gehen wir erst mal handeln. Wir haben bestimmt ein paar coole Sachen zu verkaufen, ja. Natürlich haben wir das. So, erstmal weg mit dem Schund hier. Erstmal ein bisschen Geld sammeln. Oh ja, da kommt gut was zusammen. Viechis, glaube ich, ich lasse die mal drin. Es wird der Moment kommen, da werde ich mal wieder nicht auf die Nahrung aufpassen und dann können die gefuttert werden, ohne dass uns alle abhauen. Gut. Soweit, so gut. Ja, dann würde ich sagen, sorgen wir doch dafür, dass die Kriegsermüdung noch so ein bisschen weitergeht beim westlichen Kaiserreich. Lass sie uns doch nochmal richtig weghauen. Kurz mal gucken, die Wada hat, glaube ich, kein Problem, wenn ich plünder, oder? Ob die wohl ein Problem damit hat? Wir werden es sehen. Das heißt, wir hauen jetzt erstmal hier die Bewohner weg. Wunderbar. Rüsten hier unsere Leute auf. Zack, das nehmen wir uns alles mit. Und dann plündern wir hier mal ein bisschen durch. Bringt uns Nahrung. Bringt uns Geld und bringt uns natürlich auch das Ansehen der Bewohner ein. Die freuen sich, wenn sie geplündert werden. Das ist deren liebste Aktivität. Passivaktivität. Geplündert werden. Oh,
Ich glaube, ich muss weg. Adalindis, du solltest vielleicht auch weg. Da kommt eine Armee auf uns zu. Ja, lass Frieden machen. Genau, finde ich gut. Frieden, woo, Frieden. Hey, Frieden, ja, klar, Frieden. Natürlich Frieden. Frieden ist eine gute Sache, ich bin dabei. Frieden for the win, Leute. Oh Mann, schade, ne? Schade. Jetzt können wir uns nur noch freundschaftlich unterhalten, Firentos. Hi, grüß dich, altes Haus. Wie geht's dir? Oh, ich will einfach nur Hallo sagen. Das möchte ich mit dir besprechen, kurz. Wie geht's so? Wollen wir uns freundschaftlich duellieren? Oh ja, hat er Bock drauf? Mach ich mit. Lass uns doch mal freundschaftlich duellieren, mein Freund. So ganz freundschaftlich. Ohne Krieg, weißt du? Falls wir uns später mal prügeln sollten. Au. Okay. Du hast gewonnen. Ich geh dann mal. Vielleicht duellieren wir uns doch nicht. Vielleicht lassen wir das künftig mit den Duellen. Au. Alter Verwalter. Warum hat der so reingehauen? Der hat mir ja richtig reingegeben, ne? Der hat mir richtig gegönnt. Holy moly. Was war das denn? Der hat mir gut eingeschenkt. Das muss man ihm lassen. Der hat mir richtig gut eingeschenkt. Okay. Hat nicht stattgefunden, dieses Duell. Schneiden wir raus. Holy shit. Alter, was ist da los? Warum hat mir der so eingeschenkt? Ich glaube auch, der hat gecheatet. Habt ihr das gesehen? Der hatte Steak dabei. Der hatte eindeutig ein Steak dabei. Ich hab's gesehen. Da war ein Steak im Spiel. So, gut. Lass uns doch mal schnell gucken, was haben wir denn so an NPC-Charakteren? An Rittern. Gibt's da irgendwelche... Es gibt Kuhdiebe. Den gibt's, der ist nicht schlecht, finde ich. Der ist, hat Charisma, immerhin. Aber mal gucken, vielleicht finden wir da jemanden. Oh ja, der ist nicht schlecht, der Hur. Ensohn. Was? Kohlengräber, ja. Wölfin, Vara, Zalisa, gehört schon zu uns. Aber dieser Gold, dieser Hur, der war nicht schlecht und der ist auch nicht schlecht, ne? Pass auf, ich schick dem mal eine Nachricht. Ein paar Gefangene haben wir noch dabei, die haben wir mal weg. Genau. So. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir wieder Pferdehandel, oder? Welt im Wandel, Pferdehandel. Und den Typen holen wir uns mal. Diesen freundlichen Aserei. So, pass auf. Du kommst. Jawohl, genau. Du kommst zu mir. Du kommst zu mir in die Truppe. Der Huan Son. Na, das ist ein... Der ist Kuzeit. So, ich möchte eine Karawane gründen mit dem Huan. So. Für ein bisschen zusätzlich Kohle. Aktuell 1400. Kann sich sehen lassen, finde ich. Das kann man mitnehmen. Das sind nette Einnahmen. Auf zu neuen Reichtümern und so. Ich meine, ich habe eine 121er Armee und kann die locker flockig hier finanzieren. Ohne Probleme. Das war doch der Name von dem Ork damals in Shadow of Mordor. Irgendwie so hieß der, ja, der Mistfink.
So, was gibt's hier Neues? Hier gibt's nix. Die gute Frau, die Irmgard, hat Führung gelernt. Das ist sehr schön. Erweckte die Sanftmütigen. So, das macht die gute Frau mal. Und hier geben wir ihr nochmal was rein. Zalisa geht's gut. Die hätte noch einen Fokuspunkt. Ich weiß nicht. Sollen wir da überhaupt einen Fokus? Ja, komm, gönn dir. So, und die Vara hat auch nichts. Gut. Und der Sein. Stimmt, wir haben so viele Leute, ne? Handelsmalus reduziert, das ist gut. Tinab, Gewürzhändlerin. Die kommt auch gut zurecht. Müssen mal gucken, was die alle so treiben. Die Judenleute. Und die Easy Baller Schwarz. Weiß gar nicht, wo ich die eingesetzt habe. Aber müssen wir gleich mal gucken. Und dann haben wir noch den Hur. Er hat 12 in Handeln, das wird schon. Das wird schon. Jetzt ist erstmal Frieden. Jetzt kaufen wir hier bei den Asereien ein paar Pferdchen. Hoffentlich günstig. Die sind gut teuer. Wobei die hier gehen. Die 276, die nehmen wir mit. Hallo Silas. Die sind gut teuer. Warum sind diese Schweine... Aserei, was ist da los bei euch? Eure Pferde sind teuer. So, nee, Truppen will ich keine. 1100, naja. Schon teuer, ne? Ich wollte jetzt eigentlich Pferdehandel machen, aber... Ist teuer der Spaß heute. Schauen wir mal hier noch. In Beit Hatif. Oh, die haben nicht mal Schlachtrösser. Sondern nur schweineteure Pferde der Wüste. Kann man noch irgendwo... Ah, hier haben sie noch welche, ne? Schauen wir mal hier hoch. Vielleicht sind sie da billiger. Also der Lasagne-Markt ist aktuell wie leergefegt. Es ist ein Skandal. Es ist aktuell günstiger, wenn du dir eine Lasagne mit Rindfleisch kaufst. Als mit Pferden. Billig Lasagne ist teuer geworden, Leute. Schau mal hier, wie viel kostet es da? Auch sauteuer. Tausende, ich meine, wir nehmen mal ein paar mit. Wir können es uns ja leisten. Und dann bringen wir die hoch zu den Flandianern. Die haben Hunger. Habe ich gehört. Boah, Alter. Warum seid ihr so schweineteuer? So, jetzt reicht's aber. Jetzt kaufe ich nicht. Obwohl hier. Vielleicht doch in Malul. Lul. Aber warte, vielleicht, da können wir ja schon mal gucken. Die Stadt gehört ja zu Malul. Uff. Okay, brauche ich gar nicht mehr gucken. Zu teuer. Warum kaufst du die für 1700? Weil ich's kann. Und weil ich sie teurer wegbekomme. Wir müssen nur ein Stückchen reiten. Und weil ich 2000 am Tag Gewinn mache. Ich kann mir Ferraris kaufen. Wenn die schon erfunden wären, dann würde ich mir jetzt einen Ferrari gönnen.
Der Eltert hat uns Krieg erklärt. Der Eltert. Hat der überhaupt irgendeine Art? Der hat gar kein Lehen, ne? Ich glaube, deswegen ist der so pissig. Weil der keinerlei Lehen hat, der Eltert. Und deswegen will er uns jetzt alle erobern. So ist es doch, oder? Ist das hier das Haus Daverland? Nee, das ist gar nicht. Warum hat uns der Eltert... Wer ist denn der Eltert? Mal kurz. Eltert. Eltert, der Eltertshaus. Er ist ein Vlandianer, er ist ein Adliger. Er hat sehr viele Feinde und, das ist sein einziger Freund. Und nicht mal die mag ihn. Alter Schwede. Wie unbeliebt willst du sein? Ja. Alter Schwede, Eltert, was ist los mit dir? Du hast ja gar keine Freunde. Ach, ist der Chef von Ox... Nee, die hockt da nur in Oxhall, oder? Aber Oxhall ist jetzt nicht feindlich, weil da wollte ich nämlich gerade hin. Nö, Oxhall geht's gut. Keine Ahnung, was der Eltert für ein Problem hat. Aber er hat ein Problem. Da glaube ich, sind wir uns alle einig. Er scheint irgendein Problem zu haben. Welches das ist, wir wissen es nicht. Nun denn, viel Erfolg, Eltert, bei deinen Kriegsbemühungen. Lass meine Städte in Ruhe, du Mistfink. Charas bleibt mein. Charas, ist es nicht schön? Aber er hat nur 33 Jahre gebraucht, um die ganze Welt zum Feind zu haben. Das ist eine respektable Leistung. Ja. Man könnte meinen, er wäre der Drachenlord von Calradia. Hat er schon wieder Krieg erklärt? Ach, der Unquit! Ja, Gott sei Dank war ich gerade noch bei den Aserai unten. Gut, dass ich da gerade noch eingekauft habe. Weil jetzt will nämlich der Unquit was haben von uns. So, wir nehmen mal ein bisschen Getreide mit und ein paar Trauben wieder. Sind zwar teuer, aber wir können es uns leisten. Na dann, ziehen wir in den Krieg, ne? Wenn es die Aserai so wollen. So. Wir haben 1700 bezahlt, aber nur für das eine. Ja, also die anderen kriegen wir teuer weg hier. Die Pferde der Wüste, die gehen gut weg. Die Pferde der Steppe gehen auch hervorragend weg. Und das Schlachtross behalten wir uns jetzt erstmal. So, wir haben ein paar Punkte im Handel bekommen. Das ist super. Armee kann 30%, der Betrieb hat wenigstens... Boah, was ist denn besser? Armee mehr Gewicht oder weniger Unterhalt beim Betrieb? Na, ich habe ja gar keins verkauft. Für 1649. Es war nur der Preis. Oder habe ich eins verkauft, dann war das ein Versehen. So. Außerdem haben wir nur das letzte Pferd für 1700 gekauft und vorher mal günstiger eingekauft. Für Freundschaftspreis. Aber was nehme ich denn da jetzt? Ich nehme mal das hier. Wir nehmen mal die Kosten. Außerdem glaube ich, habe ich eh noch hier ein paar Reiter, die... Na, habe ich gar keine mehr. Okay. So. Ja gut, was hier gefährlich ist, ne? Die Burg-Garagentor. Die könnte hier tatsächlich ein bisschen Stress bekommen. Da müssen wir echt gucken, dass wir da unterstützend anreiten. Das könnte kritisch werden da unten. Bei Garontor. Ich will nichts verlieren.
Seine Liste ist ja weitaus länger als deine. Ja, aber ich bin ja auch Everybody's Darling. Ich bin doch der, der immer die Burgen geschenkt bekommt, weil ich so toll bin. Zumindest glaube ich das, dass ich toll bin. So, holen wir uns doch mal ein paar Leute ran. Wir können 140 mitnehmen. Und dann warten wir einfach, bis die kommen. Lysia wollten sie eh schon plündern, oder? Sehe ich das richtig? Oh, das Dorf geht durch harte Zeiten. Die landwirtschaftlichen Geräte sind rostig und kaputt. Mensch, da müssen wir was machen. Aber Getreide ist günstig. So schlecht geht's denen gar nicht. Glaube ich. Na gut, Azarai. Ihr wollt euch prügeln? Ihr könnt euch prügeln. Ärgern wir die Karawane erstmal. Komm her. Ich grüße dich. Diese Karawane gehört Latzif der Bierbrauer. Wir handeln unter dem Schutz von Unquid, Lenser von Gyas. Wie können wir dir helfen? Du kannst erstmal dein Zeug hergeben, mein Guter. Aber wer wird denn dafür bezahlt, diese Karawane zu bewachen? Wenn ihr sie ausrauben wollt, dann nur über unsere Leichen. Er ist plötzlich Italiener geworden, ist egal. Na gut, dann lass doch mal prügeln. So, Männer. Ihr wisst Bescheid, ne? Infanterie! Forward! Nee, so. So. Move! Nee, so habe ich. So. Forward! Hallo? Ihr Schweine. So. Einmal mal hier so hinstellen. So ganz vorsichtig. Ja. Vielleicht schaut er in eine andere Richtung. Hier mal lang. Genau. Und, hier mal, Nee. Hier mal die Schilde hoch. So. Und ihr prügelt mal die paar Reiter hier kaputt. Na, vielleicht doch nicht. Kommt mal zu mir. So, kommen die zu uns jetzt oder nicht so? Eher nicht so, ne? Naja, dann kommen wir halt zu ihnen. Infanterie! Oh, warte, wir wollen nicht in eine Falle reinlaufen. Wir sind auf den Hügeln da. Genau, Schilde hoch. Jawohl. Ja, die sollen ruhig ihr Pulver verschießen, weißt du? Rein! Wirst du wohl aufhören, mein Pferd zu verprügeln? Komm her. Läuft gut. Die fliehen eh schon. Ich glaube, die sind kaputt. Ich glaube, wir haben gewonnen. Guck mal, wie sie laufen. Ah, da sind noch zwei Bogenschützen. Zwei berittene. Ein berittener Bogenschütze.
Ne, Günther hat ein super Ferrari-Pferd. So. Null Verluste, so sehe ich das gern. Na, Günther hat hier einen Schlachtross der Steppe. Dem geht's gut. Und jetzt hat er einen Schlachtross der Aserei. Ich weiß allerdings nicht, warum die hier Aserei geschrieben werden, aber das ist auch egal. Die Kusaits sind halt nicht so groß. Seid nicht so rassistisch. So, willst du da... Was ist mit dir noch los? Da sind ja noch welche. Da haben noch welche überlebt. Na, den kommen wir doch wohl hinterher, oder? Nicht? Hm. Na, dann halt nicht. So, ich dachte, die würden jetzt hier rüberkommen, die Aserei, und würden sich dann mit uns prügeln und so, aber irgendwie passiert da nichts. Dann plündern wir halt. Dann sind wir halt ein Arsch. Wir plündern Tubilis. Da ist der Umquid. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Entschuldigung. Ich komme wieder. Keine Frage. Mensch. Ah, erstmal ein bisschen chillen hier. Puh, war ein harter Tag. War ein harter Tag. Muss man auch mal ein bisschen entspannen können. Ist hier so ein bisschen MOBA-Action, ne? Es geht hin und her. Yo, Ovagos, wollen wir die Jungs verprügeln? Wollen wir sie verprügeln? Ey, der dreht doch wieder ab, der Säckel. Siehst doch, komm. Ich komme in die Schlacht und er dreht ab. Wollen wir den angreifen? Der ist jetzt so alleine hier. Ja, lass ihn gehen. Ich glaube, ich könnte noch ein paar Leute mitnehmen, ne? Acht Leute könnte ich noch mitnehmen. Nehme ich aber vielleicht nicht von hier mit. Ist schon ganz gut, wenn hier in der Burg die Leute drin sind. Aktuell zumindest. Mobile Action geht weiter. Okay, Ovagos stößt vor. Was? Warum wird Garontor geplündert? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Karit, altes Haus, moin! Alle rein. Rein, Leute, rein. Was machst du hier? Lauf. Ich muss ein bisschen auf die Health aufpassen.
Ich brauche eine neue Waffe. Och, kacke, ich bin ja noch auf Bogen. So. Machen wir das doch mal so. Die stehen da echt gut. Da kommen die mit ihren Reitern nicht rein. Das ist mega gut. Achso, ich wollte eigentlich die hier. Entschuldigung, Sie, hallo. Hallo, Sie. Hallo. Oh, der ist tot. Ich kannte diesen Mann kaum. Aber in meinem Herzen lebt er weiter. Der auch. Haben wir gewonnen, oder? Haben wir gewonnen. Haben nur 9 Leute verloren, das passt. Wunderbar. So, mein lieber Karit. Genug, du hast heute gewonnen, du Hund. Ach, was für eine Schande. Tja. Satz mit X. War wohl nix. Oh, ein halb verstärkter Plattenharnisch. Gebrochen, das ist aber nett. Das nehme ich aber gerne mit. So, und für die Wada fällt auch noch ein bisschen was ab. Das ist doch schön. Wie schaut es denn bei der eigentlich aus? Der müssen wir auch mal irgendwas... Ich glaube, die hat Wurfwaffen, hat die, oder? Müssen wir mal schauen.